Hallo und willkommen zurück bei Frostpunk. Und wir haben den Kohlegenerator erforscht. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe jetzt nämlich erstmal ein bisschen nicht weiter gespielt. Also ich hatte jetzt ein paar Tage nichts gemacht. Müssen wir mal gucken. Was ist denn ein Außenpostendepot? Okay, da können wir dann immer Ressourcen holen, oder was? Wir können ja mal... Komm, wir forschen mal die Fabrik, oder? Da brauchen wir noch 20. Können wir nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich so geplant habe, was ich als nächstes forschen will. Was sind denn Speisehäuser? Ich wollte doch aufs Krankenhaus gehen, oder nicht? Aber dafür muss ich erst das hier. Euch auch 10 Eisen. Und was ist der fliegende Jäger? Naja, wir brauchen erstmal mehr Eisen. Stahl. Und einen Kohlegenerator kann ich jetzt bauen. So, wir haben 2 Kranke, die können aber in Behandlung gehen. Sollte kein Problem sein. Nahrung müssten wir jetzt eigentlich haben. So, Kohle-Ding. Warum kann ich das Ding jetzt hier? Kommen die hier drauf? Es wäre gut zu wissen. Upsala. Wenn ich wissen würde, wo das Ding hinkommt. Warte, was steht denn da? So, hier muss ein Sammelding hin. Hier ist Holz. Was ist das hier? Hier muss so eine Kohlemine hin. Keine Ahnung, was da hinkommt. Also das wäre ja eigentlich praktisch, das hier an so einen Teil zu stellen. Weil das ist ja für die Sammelstellen dann, ne? Kostet 15 Holz. Hier kommen ja später noch Kohleminen hin. Ich glaube, wir bauen es erstmal noch, wobei wir haben nicht mehr so viel, ne? Ja, wobei, die haben noch, aber die produzieren nicht so viel. Uns fehlen Leute. Wobei, wenn ich das Ding habe, dann kann ich ja mehr produzieren, ne? Uns fehlt echt ein bisschen Kohle. Ich glaube, ich muss das Teil tatsächlich bauen. Aber das bringt ja dann auch so Haufen nach oben. Das heißt, im Prinzip bringt es gar nichts, wenn ich die jetzt baue. Hier, der würde was bringen, aber der kostet auch einen Dampfkern. Ja, hier können wir dann Holz in Kohle verwandeln, das ist aber auch Kacke. Warum da uns das Holz jetzt auch langsam wieder ausgeht. Eine unbeliebte Entscheidung.
Die stellen sich an. Ich muss jetzt langsam mal was erforschen. Aber egal was, es kostet alles. Stahl. Den könnte ich... Wieso könnte ich den machen? Ich will jetzt nicht schon wieder hier eine 24-Stunden-Schicht ausrufen. Das wäre nicht so cool. Komm, die Arbeitsschicht muss beginnen. Los. So, wir können auch mal auf den Kommentar von der ersten Folge reingehen, von Dinom. Ja, super, die erste Entscheidung, Arbeitszwang. Wer sich weigert, wird erschossen oder muss draußen in der Kälte schlafen. Ja. Temperatur sinkt. Okay. Gut, das ist aber immer noch in Ordnung, würde ich sagen. Vor allem, da die hier jetzt wieder steigt. Ja, hier so ein paar Gebäude ist immer noch halt nicht gut, aber wir haben gar keine Zelte mehr, wir haben nur noch Baracken, ne? Was war das denn jetzt? Ach, Arbeitszeit. Ja. Das ist gut. So, wir produzieren jetzt auch wieder Holz. Das ist gut. Ja, wir warten jetzt echt, dass wir die Forschung wieder reinhauen können. Wir gucken mal, wie weit die hier sind. Der Autobot da, oder was das ist, der kommt bald. Die sind auch noch unterwegs, die brauchen aber noch. Es liegt echt alles am Stahl, ne? So, jetzt haben wir 10. Im Moment brauchen wir nicht so viel Gesundheit, aber ich glaube, Kohle ist mit am wichtigsten. Wenn Kohle ausfällt, haben wir ein Riesenproblem. Deshalb würde ich sagen, gehen wir auf den Kohleabbau und bauen dann auch so eine Kohlemine. Und weil, wenn wir dann auch mehr Kohle haben... Stahl ist uns ausgegangen. Ja, ist okay. Im Moment dürften wir... Wir haben 9 Arbeitslose. Wie geht das denn? Hier ist voll. Haben wir irgendwo Leute abgezogen? Hier haben wir Leute abgezogen. Weil wir im Moment noch genug Nahrung haben. Anscheinend. Ja, der hier ist voll. Aber warum ist der außer Betrieb? Zu kalt? Ach so. Das heißt, als nächstes müssen wir die Wärmedämmung... Wo war das? Hier, für Treibhauswärmedämmung holen. Ja, die schaffen jetzt wieder ein bisschen Kohle ran. Das heißt, den Kohlegenerator müssen wir theoretisch noch gar nicht bauen. Im Moment haben wir auch noch genug Baracken, also ist auch gut. Ja, ein Amputierter. Dafür brauchen wir dann ja später die Fabrik. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Aber viel ist das auch nicht. Na gut, Hauptsache, jetzt kriegen wir erstmal wieder ein bisschen Kohle rein. Ich hoffe, der Autobot, der beeilt sich mal ein bisschen. Den brauchen wir. Ja, Stahl bekommen wir jetzt ziemlich schnell. Was war das denn jetzt? Was wollen die denn schon wieder? Die Hoffnung steigt leicht an. Yay! So muss das sein. So, was haben wir hier?
ganze Schichten Kinderarbeit. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Also ich gehe den logischen Weg. Der emotionale Weg wäre hundertprozentig das Kinderheim bauen. So, der logische Weg wäre jetzt in erster Linie die Kinderarbeit, dass die Kinder mithelfen. So, wenn wir jetzt aber auch mal überlegen, ne, und jetzt auch nochmal auf Dinoms Kommentar eingeben, ne? Ja, super, die erste Entscheidung, Arbeitszwang. Also das Spiel hier ist so ein bisschen problematisch. Wir sind hier in einer lebensbedrohlichen Situation für die Menschheit generell. So, und die Menschen reagieren hier noch wie zu der jetzigen Zeit, also wie jetzt normale Menschen reagieren würden, ja, und beschweren sich, dass sie arbeiten müssen. Aber anstatt mal drüber nachzudenken, dass, wenn die nichts tun, dass die Menschheit ausstirbt. Also ich in so einer Situation, ich würde freiwillig den ganzen Tag arbeiten, um mein Überleben zu sichern. Ich würde wahrscheinlich nicht 3 Tage durchgehend wach bleiben und nur arbeiten, um weiter zu bestehen. Deswegen ist das hier ein sehr problematischer Weg, weil irgendwie ist das hier ein Endzeit-Szenario, ja? Aber mit den Leuten, die eigentlich so wie wir jetzt sehen, die alles haben und eigentlich nichts brauchen und sich dann beschweren, wenn die dann mal so 12-Stunden-Schichten machen müssen. Ich meine, klar können die sich beschweren, wenn jetzt das Überleben nicht sicher ist, aber ich meine, die wollen doch auch überleben. Kann doch nicht sein. Das sind noch hier diese Leute, die gewohnt sind, dass die alles haben und nicht arbeiten müssen, um was zu bekommen. Also so stelle ich mir gerade hier die Leute vor. Sondern in so einer Situation, dass die Kinder helfen und mitarbeiten, das ist doch Standard. Ich meine, das ist sogar heute noch so, dass die Kinder doch immer auch im Haushalt helfen oder Zeitung austragen oder sowas. Deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt Kinderarbeit hier so schlecht sein soll. So, warum ich jetzt aber ein bisschen nicht weiß, ist nämlich der weiterführende Stamm. Wenn ich jetzt mal gucke, hier Kinderarbeit, alle arbeiten. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Kinderarbeit gehe, dann wäre das hier der Weg. So, ich weiß aber, dass Ingenieure wahrscheinlich mehr gebraucht werden am Ende. Und dass das aber dann auch eher so eine Ressource ist, Ingenieure zu haben, die man nicht hat. Deswegen wäre das eigentlich sinnvoll, die Kinder auszubilden, um Ingenieure heranzuzüchten. Das heißt, jetzt müsste ich, obwohl der logische Weg eigentlich voraussagen würde, dass ich Kinderarbeit nehmen würde, damit die Kinder mitarbeiten, müsste ich ein, was sogar 2 Sachen haben, ne? Wenn die Kinder ja mitarbeiten würden, ne, dann wären die ja auch früher schon belastet. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch nicht so alt. Das heißt, die müssen auch keine Altersheime bauen. Ne, das klingt jetzt grausam, aber man muss ja auch, um wieder Altersheime zu bauen, um uns die Alten zu versorgen, das kostet Ressourcen, Arbeitskräfte, die man sich in so einem Szenario einfach nicht leisten kann. Das kann man eigentlich nicht. Deswegen werden eigentlich viele Leute hier nicht alt und früh sterben in so einem Szenario. Auch wenn das jetzt grausam klingt, so ist das, so musst du auch denken. Weil du musst halt nicht denken, das ist ja grausam und das kann man doch nicht machen. Nein, du musst denken, was musst du machen, um zu überleben? Und das ist viele, was das nicht verstehen irgendwie. Das ist ein bisschen traurig. So, jetzt muss ich aber vorausdenken. Ich brauche nämlich hier erstmal Sanitätslehrlinge, was gut ist. Die können dann später doch helfen, als Ärzte. Und sogar Ingenieurslehrlinge, das heißt, die könnten sogar Ingenieure werden. So, jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt auf Kinderheime gehe, schalte ich dann später die Ingenieurslehrlinge frei? Aber ich kann das ja nicht anklicken.
Oder muss ich Kinderarbeit haben, um überhaupt einen weiteren hiervon machen zu können? Also ich sehe die Kinderarbeit, die ist natürlich jetzt schnell, dass die Kinder mitarbeiten können. Die Kinderheime wären aber Langzeit, also auf lange Sicht, dann besser, wenn wir dann die Ingenieurslehrlinge bekommen. Deswegen mache ich die Kinderheime auf dem logischen Weg. Ich habe ja gerade argumentiert, dass die Ingenieurslehrlinge wahrscheinlich besser sind als jetzt normaler Kinderarbeiter. Also arbeiten sollen die Kinder so oder so, früher oder später. Das ist das Ziel. Darum geht's ja. Listen, everyone. Und zeitgleich steigt auch noch die Hoffnung. So, das kann ich sogar direkt bauen. Hier ist die Kampfarena. Guck mal, das passt hier sogar perfekt rein. Ja, eigentlich müsste das ja hier auf die Seite, aber hier auf die Seite sind ja unsere Häuser und Baracken und sowas. Ja, hier muss ich jetzt mal gucken wegen der Heizleistung. Ich könnte aber die Arbeiter erstmal woanders hinschicken. Weil hier bringen die ja gerade eh nichts. In die Stadt zurückgekehrt. Oh, die waren auf dem Weg zurück, okay. Hier, die sollen mal hier in die Stadt reisen. 2 Tage. Ah, das sieht aber nicht gut aus, da wird die Hoffnung wahrscheinlich sinken. Wir können aber hier in die Sternwarte mal gehen, da ist näher dran. Schicken wir die direkt hin, der Roboter ist auch bald da. Und grasen wir erstmal das ein bisschen ab, was in der Nähe ist. In eine Kohlemine. Da müssen wir auf jeden Fall auch hin. So, jetzt die Forschung gleich durch. So, Kohleabbau haben wir geforscht. So, jetzt machen wir die Wärmedämmung. Damit der auch wieder in Betrieb gehen kann. Danach gucken wir mal, ob wir aufs Krankenhaus gehen, obwohl wir es im Moment ja noch nicht brauchen. So, hier könnten die Kohlenminen hin. So, das grenzt nicht an der Straße, das können wir aber ändern. Ziehen wir direkt bis hier, weil da kommt ja direkt der nächste dran. Die Hoffnung steigt. Okay. Wie viel passen denn in ein Kinderheim? So, jetzt haben wir auch weniger. Wie viel? 15 Kinder passen da rein. Ja, wir haben aber ein paar mehr. Das heißt, wir müssen früher oder später noch eins bauen. Als allernächstes werden wir dann natürlich auch. Gucken wir mal. Hier Ingenieurslehrlinge. Was ist das? Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Guck, gut, das ist genau das, was ich gewollt habe, dass die Kinder dann am Ende auch arbeiten, aber dann auf Ingenieursplätzen oder sowas. Das ist richtig gut, richtig nice. Also, hat der Plan funktioniert? So, die Wärmedämmung wird erforscht. Hoffnung steigt jetzt auch langsam. End of shift. Achso, Arbeitszeit ist vorbei. Dann gucken wir mal, wie sieht es denn hier jetzt aus? Hier ist kalt, kühl. Ja, wir müssen echt mal gucken, ob wir die Dampfstufe erhöhen können. Wir können natürlich jetzt den Overdrive machen, aber... Solange wir es nicht brauchen, lassen wir das erstmal so. Ich meine, solange es nur kühl ist, ist ja noch alles okay, würde ich sagen. Ne, wir haben noch genug Plätze frei für Kranke. Ich glaube, wir könnten 10 Kranke... Oh, schön.
Automat ist da. Kosten für Automaten 100 Holz. Ein Dampfkern. Ersetzen Sie werden in der Fabrik produziert und arbeiten 24 Stunden am Tag. Ihr ursprüngliche Verzerrung liegt bei 60 und kann aber durch Erforschen und Verbesserung steiger werden. Okay, das heißt die Kosten. Oh, was haben wir jetzt hier? So, das heißt, den kann man dann irgendwo hinsetzen. Wo ist der denn? So, was brauchen wir? Nahrung haben wir noch. Ja, unsere Stahlarbeiter. Ah, hier steht er doch. Die Effizienz können wir erhöhen. Ich glaube, den setzen wir dann hier in die Kohlemine. Können wir den auch steuern oder so? Nee. The Yellow Lawlander. Okay. Noch ist er untätig. So, in der Fabrik können wir den dann bauen. Das heißt, wir bauen am besten auch mal eine Fabrik. Was macht er denn jetzt? Ah, das Ding ist fertig. Ja gut, wenn wir dann natürlich genug Automaten haben, die ganze Arbeit übernehmen, ne, dann könnten die wieder chillen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Kohle einkommen. Hier wird die Wärmedämmung erforscht. Warte, kann ich Automaten? Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich den auch hier reinsetzen, theoretisch? Ja, aber hier muss sowieso noch die Wärmedämmung rein. Aber jetzt haben wir rund um die Uhr Kohleeinkommen. Das ist doch gut. Warum sind hier eigentlich zwei Ingenieure? Müssen wir gucken, dass wir eventuell dann einen Ingenieur abziehen, je nachdem, wie wir dann die Leute brauchen. Wir haben zwei Kranke, die können auch ins Krankenhaus gehen. Holz produzieren wir jetzt ja langsam auch wieder. Aber wir haben noch einen Dampfkern. Fabrik zu bauen kostet auch einen Dampfkern, aber wenn wir da diese Autobots da herstellen können, wäre das doch echt nice. Ja, den Außendepot werden wir früher oder später auch brauchen. Aber wir könnten dann jetzt auch die Generatorleistung erhöhen, damit uns das Kälterwerden nicht so viel ausmacht. Sollten wir aber ein bisschen den noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, als nächstes gehen wir auf die Fabrik.
Weil dann könnten wir nämlich hier auch die Autobots verstärken. Dazu bräuchten wir noch ein bisschen mehr Stahl. So, es wird bald ja wieder wärmer. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wenn es irgendwann kälter wird und dann nochmal kälter wird, dass wir dann auch hier den Kern wieder verbessern. Na, dass wir zumindest hier die Dampfstufe erhöhen und dann nochmal den Bereich. Weil wir sind ja jetzt in manchen Bereichen schon auf dritter Ebene, hier zum Beispiel. Nur hier darf es nie warm werden. Hier muss es immer sehr kalt sein. Oh, wir können sogar noch ein. Ach so, nee, Obergrenze 1, okay. Ja, okay. Ja, Stahl brauchen wir im Moment sehr viel. Irgendwann werden wir auch mehr Holz brauchen. Oh, das Sägewerk, das war hier echt gut positioniert. Sammelstelle lassen wir dann noch später da stehen, falls wir dann doch noch dieses andere Kohle-Ding bauen. Aber wäre natürlich praktisch, wenn wir die Leute da mal wieder rausbekommen. Okay, die Nahrung wird jetzt langsam doch weniger. Aber es liegt ja dran, weil der hier außer Betrieb ist und der. Also im Moment haben wir ja nur den hier als Nahrungsquelle. Aber das wird sich ja dann hoffentlich ändern, wenn das hier fertig ist. Oh, das ist natürlich auch praktisch. Weniger Leute. Und was mit dem hier? Also die bringen mehr Nahrung. Aber was sind denn die Speisehäuser? Oder zählt die Baracke als Speisehaus? Wir könnten auch sparen hier drauf, aber das ist sehr teuer. Ich glaube, wir gehen als nächstes aufs Krankenhaus, nur um es, damit wir es haben, oder auf die Jäger. Dann haben wir auf jeden Fall wieder mehr Arbeiter. Ach, das ist alles so schwierig, so schwierige Entscheidungen. Was heißt denn Entgliederung? Ach so, dann kann man die noch aufteilen, verstehe. The work shift starts. So, jetzt können wir hier direkt Ingenieurslehrlinge. So, und nun sind die Kinder auch am Arbeiten. Yay, Kinderarbeit.
Niemand kämpft. Hm. Vielleicht müssen wir nochmal die Forschung hochmachen. Dass die wieder rund um die Uhr forschen. Ach, können wir gar nicht. Haben wir letztens erst. Aber schön, so kriegen wir die Kohle natürlich sehr schnell voll. Dann können wir irgendwann von hier die Leute abziehen. Schön, so. Wir haben 30. Also sollen wir jetzt die Fabrik oder erstmal was anderes? So schwierig ist das alles. Ich meine, wir können jetzt erstmal... Ach, das dauert 8 Stunden. Komm, wir forschen jetzt erstmal schnell das. Das müsste eigentlich ja schnell gehen. Okay, es ist jetzt kein Kind im Kinderheim, oder was? Ja, das heißt, die kurbeln jetzt die Forschung mit an, ne? Wieso, da steht noch 8 Stunden, wieso braucht der, steht jetzt hier 8, was? Achso, die sind an der Sternwarte. Suchen können Folgendes liefern, Überlebende. Ja, nicht schlecht. Ja, erforschen. So. Verdunkeln der Sonne. Statt auf Astronome treffen wir auf einige unserer vermissten Einwohner. Sie erklären, dass sie hier Hilfe suchten, aber nur Tote vorfanden. Die Astronomen haben ihre Beobachtung fortgesetzt, bis sie verhungert sind. Was war so wichtig für sie? Wir finden die Antwort in ihren Tagebüchern. Das Verschwinden des Sonnenlichts kann nicht ausschließlich auf Verschmutzung der Atmosphäre durch die südlichen Vulkane zurückgeführt werden. Die Sonne verdunkelt sich. Jetzt bin ich, also ich bin jetzt nicht so ganz gut auf diesem Gebiet versiert, aber wenn jetzt zum Beispiel Vulkane doch die Atmosphäre verschmutzen würden, also dann würde sich doch ein Treibhauseffekt bilden. Das heißt, eigentlich wird es nicht kälter, sondern wärmer. Bestes Beispiel ist doch die Venus. Wie viel Grad haben wir auf der Venus? 400 Grad oder sowas? Durch vulkanische Aktivität, Treibhauseffekt, höchsten Stufe. Aber gut, hier steht ja auch, dass die Sonne dunkler wird. Wieso kann denn die Sonne dunkler werden? Also wenn die Sonne stirbt, wird sie größer und dann wird es erstmal wärmer. Warum könnte eine Sonne dunkler werden? Hat sich wahrscheinlich irgendwas auf die Sonne gesetzt. Vielleicht waren die Menschen ja so davor, dass die irgendwie einen Spiegel vor die Sonne gemacht haben, um den Klimawandel abzuwenden, ja? Haben die da irgendwie einen Spiegel vor die Sonne gesetzt? Oder wollten Energie von der Sonne machen und haben die Sonne mit Solarpanels umrundet? Naja. Was, warum sollten wir die ihrem Schicksal überlassen? Nein, wir eskortieren die zurück. Wir eskortieren die zurück. Ich meine, das ist jetzt sogar nicht mal der emotionale Weg. Das ist sogar logisch, dass du die Leute zurück eskortierst, weil zusammen haben die eine größere Überlebenschance. Das ist doch klar.
Aber schön, dass sich unsere Kohlelager füllen. So, es wird jetzt auch langsam wieder wärmer. Das ist auch gut. So, der müsste jetzt wieder in Betrieb sein hier, ne? Der ist in Betrieb, okay. Er produziert jetzt nicht ganz. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Eine Danksagung. Wir wollten ihm nur danken. In London war es üblich, dass nur die Reichen ihre Kinder nicht zur Arbeit schickten. Aber diese neue Welt, für die sie hier streiten, ist ein Lichtblick für uns alle. Naja, andersrum, wenn doch auch von den Reichen die Kinder arbeiten, ist doch auch alles in Ordnung. Mein gleiches Recht, ne? Was ist denn hier los? Sah das schon immer so aus? Ach, der lädt sich auf, oder was? Das ist ja interessant. Also, wenn der sich auflädt, hat er auch Kohleverbrauch. Steht der irgendwo, der Kohleverbrauch? Oh, der bringt ziemlich viel, wenn man den demontieren würde. Aber machen wir nicht. Ich meine, hier gibt es Arbeitsplätze. Aber schön, dass die Hoffnung steigt und die Unzufriedenheit sinkt. So muss das sein. Und das auf einem logischen Weg. Ja, wobei theoretisch logisch und emotional ist jetzt nicht so gerade der krasse Unterschied. Also wir haben viele Sachen gemacht, wo es jetzt eigentlich keinen großen Unterschied macht. So, das würde kein... Sogar das Krankenhaus würde... Wir brauchen unbedingt Dampfkerne. Das Teil würde keinen Dampfkern kosten. So ein Außenpostendepot wäre echt nicht schlecht. Also der wäre auch nicht schlecht. Wie lange braucht der denn? 9 Stunden würde der brauchen. Wir machen jetzt das, was schneller geht. Und der würde auch 9 Stunden. Wer ist teurer? Beide gleich. Okay, wir machen erstmal so, dass wir mehr Arbeiter haben. Na, dann könnten wir hier schon mal 5 abziehen. Wir kriegen jetzt nachher noch neue Arbeiter. Ich meine, wir würden ja wahrscheinlich, wenn wir die Fabrik haben, könnten wir einem Amputierten helfen. Und ich glaube nicht, dass wir noch welche von denen bauen können, weil die werden ja auch Dampfkerne brauchen. So, es wird langsam eh wieder wärmer, von daher mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wir haben noch genug Platz für Kranke. Ich überlege, ob wir die wieder auf 24-Stunden-Schicht schicken sollen. Ich meine, forschen schnell wäre eigentlich immer gut. Wir haben auch ein bisschen... Wow, warte mal, wir haben 50 Stahl. Wir könnten das Ding machen. Habe ich jetzt natürlich noch gar nicht geguckt, wie das bei den anderen ist. Dann könnten wir schon mal aufs Haus gehen. Also wir hätten genug, um das hier zu bauen. Aber die Unzufriedenheit, die würde erstmal wieder ziemlich ansteigen. Und es wäre eigentlich nicht nötig. Es ist eigentlich nicht nötig, weil im Moment ja alles gut läuft.
Aber ich meine, wir haben natürlich, wenn wir jetzt durchgehend forschen und schon die krassen Technologien machen könnten, dann wäre das am Endeffekt, wir machen es, es wäre am Ende wäre es besser. Weil wenn wir ja weiter forschen und durchgehend jetzt die guten Technologien freischalten, auf die dann arbeiten, also hinarbeiten können, dann kann es dann auch minus 50 Grad werden, wenn wir dann aber schon alle Häuser in, like, also wirklich alle Baracken schon in Häuser hätten. Und hier ist 100% effizient. Und hier auch. So, die sind wieder da. So, wir haben 18 Ingenieure bekommen. Das ist ja nice. Okay. So, dann gehen die jetzt mal hier hin. So, das heißt, wir haben jetzt noch Platz für Leute. Oh, wir haben ziemlich viele Ingenieure. Das ist doch nice. Dann schicken wir auch gleich nochmal 15 Leute hier hin. Ah, jetzt habe ich natürlich keine Arbeiter mehr zur Verfügung. Weil ich nur noch Ingenieure habe. Okay, was ist denn, wenn ich jetzt... Jetzt arbeiten hier wirklich nur Ingenieure. Hier ziehen wir 9 rein. Oh, wir haben Obdachlose. Scheiße. Oh, jetzt habe ich natürlich den ganzen Stahl weggebraucht. Das ist natürlich kacke. Wie viel passen? Ich glaube 10 passen in ein Haus, ne? Dann müssen wir direkt noch eins bauen. Und wir müssen hier den jetzt erweitern. Hier können wir ja einen schon mal wegtun und den hier hin tun. So, jetzt fertig. Jetzt so viel dazu. Jetzt sind aber die Jagdhütten wieder voll. Und wir haben immer noch Arbeiter zur Verfügung. Gut. Ja, jetzt haben wir aber nicht mehr genug, um das zu forschen. Ja, ist nicht schlimm. Die Reichweite können wir nicht. Die Generatorleistung könnten wir erhöhen. Wir gehen auf die Fabrik. Wir gehen auf die Fabrik. Ich meine, wir forschen ja im Moment ziemlich schnell und ziemlich stark. So, jetzt geht uns auch langsam das Holz aus. Das ist ja interessant. Upsala. Müssen wir mal gucken. Hier wäre eigentlich auch optimal für Holz. Müssen wir nur mal gucken, dass wir irgendwie eine Straße da noch hinziehen. Können wir die Straße auch von hier ziehen? So wäre ja perfekt. Wieso können denn Leute hungrig sein?
Oder muss ich... Liegt das hier dran? Dass die hier drin essen müssen? Glaube ich aber nicht, oder? Tun mal hier Ingenieure rein. Jetzt haben wir noch 7 Arbeiter und 2 Ingenieure. Aber jetzt wird die Nahrung langsam wieder weniger, ne? Jetzt sieht man's. Ach, das grenzt nicht an der Straße, ist denn ernst? So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Das ist ja interessant. So, aber wenn jetzt die Straßen gebaut sind, dann haben wir ja die Häuser, ne? So, warum sind denn jetzt 10 Leute hungrig? Work time. Get back to work. Ach so, da können nicht so viele halt drin essen. Verstehe. Das heißt, ich muss noch so ein Teil bauen, damit genug Leute drin essen können. Und dann ziehen wir hier mal die Ingenieure ab. So, das wird gebaut. Das heißt, ich brauche tatsächlich noch ein Speisehaus. Fabrik erforscht. Dann erhöhen wir mal die Wärme. Können wir nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Krass, dass das Holz auf einmal das wieder das Problem ist. Wieso produzieren die nur 0,8? Und die 8? Weil die noch nicht da sind, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Warte, ich zieh mal hier die... ein paar Arbeiter ab. Warum ist das hier so langsam? Die müssen wahrscheinlich echt vor Ort sein, ne? So, jetzt haben wir natürlich ein Speisehaus und die Ingenieure hier wieder weggenommen. So, wie, was haben wir Ressourcen? Warum sind die denn hungrig? Ich verstehe es nicht.
Jetzt habe ich extra zwei. Oder war das unnötig? War das jetzt unnötig, dass ich so ein Speiseding gemacht habe? Aber warum gehen die denn nicht essen? Ich verstehe es nicht. Also wir haben Nahrung, so ist das nicht. Also ich dachte jetzt, weil nicht genug Platz hier drin ist. Dass hier alle drin essen können. Ich würde echt gerne mal wissen, ob wenn jetzt hier Ingenieure drin sind, ob der schneller arbeitet. Schon wieder Überlebende? Upsala. Bestienheimsuchung. Wir können aus der Höhle ein wenig weiter oben auf dem Hügel schreckliche Schreie vernehmen. Als wir die Höhle erreichen, sehen wir uns einige Polarbären gegenüber, die uns den Weg versperren. Im Inneren befinden sich einige wenige Überlebenden, die einen nach dem anderen von diesen Bestien bearbeitet werden. Das ist jetzt eine harte Entscheidung. Emotional müssten wir denen helfen. Logisch gesehen können wir es eigentlich nicht riskieren, unsere Späher zu verlieren. Andererseits, falls wir Erfolg haben, werden wir 18 Ingenieure, 11 Arbeiter bekommen. Und 3 Kinder. Könnte aber sein, dass wir unsere Leute verlieren. Schwierige Entscheidung. Ich merke auch, dass die Folge vorbei ist. Das heißt, ich kann mich nicht so lange aufhalten. Unsere Speere sind ja eigentlich schon erfahren. Ne, die haben jetzt schon viel gereist. Die haben jetzt zwar nicht. Das sind nicht unsere Jäger. Ne? Unsere Speere sind nicht unsere Jäger. Die riskieren's. Okay, das heißt, wir haben unsere Leute verloren. Habe ich mir schon gedacht. Aber im Endeffekt haben wir jetzt die Leute verloren, kriegen aber mehr Leute dafür, wenn die jetzt wieder da sind. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwo noch 5 Arbeiter rausholen. So, und dann können die auch direkt mal hier zum großen Konvoi gehen. Na, der hier ist ja bald leer. Ja, ob das jetzt nötig war oder nicht, weiß ich jetzt nicht. So, im Moment haben wir wieder 30 Grad, ne? Es sind immer noch 3 Leute hungrig, obwohl wir eigentlich genug Nahrung haben. Was war das jetzt? Wer beschwert sich denn jetzt hier?
Guck mal, die Unzufriedenheit geht auch wieder runter. Okay, Forschung ist fertig. Speisehaus, Wärmedämmung. Wir erhöhen jetzt mal die Produktion vom Sägewerk. Oder wir brauchen 100 Holz. Ne, dann machen wir erstmal das Sägewerk. Hallo? Ja, okay, erforscht. Warum steht denn das hier nicht? Die müssten sind auch noch dran, oder? Ne, die haben mich schon wieder vorbei. Ah, ich kann die Folge wieder nicht beenden, man sieht schon. Was ist denn das Duellgesetz? Nein, wir machen kein Duell, Wirtshaus. Ich muss ein Wirtshaus bauen. Okay. Das brauchen wir erstmal nicht. Prothese. Ja, komm, wir gehen auf die Prothese. Listen, everyone. New law is signed. Denn wir haben nämlich die Fabrik fertig. Boah, die ist aber riesig, du. Müssen natürlich jetzt auch hier die Straße bauen. Das kostet 7 Holz. Also unser Holzverbrauch ist echt jetzt ziemlich krass. Gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!